Ja, hallo liebe Freunde und willkommen bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ich freue mich herzlich, euch alle hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Solarpanel soweit vorbereitet oder unsere zukünftige Solaranlage. Ich habe mich damit nochmal ein bisschen befasst und habe rausgefunden, ja, meine Aussage von letztens war nicht ganz richtig, und zwar ein Reaktor produziert gewissermaßen Strom, genau wie ein Solarpanel, aber ein Solarpanel nicht ganz so effektiv. Und zwar, wir gehen mal rein, wir gucken mal. Wenn wir da reinklicken, dann sehen wir ja, wie wir sehen wir nichts. Auch nicht. Kontrolle, können wir gucken. Reaktor, da steht. Ja, 561,56 Kilowatt. Das heißt, was würde jetzt ein Solarpanel machen? Getun, gedingst. Großes Solarpanel. Ja, ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen. Das müssten wir also im Baumenü nachgucken. Kann man das hier so gucken? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht man das Ding produziert irgendwas mit 5 Kilowatt oder so. Mit besser Lichtausstattung. Also ein bisschen schlecht für uns. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr davon. Ist aber nicht ganz so schlimm. Platz haben wir schließlich auf unserem Asteroiden genug. Oh. Oh, was sehe ich denn da? Steinchen. Oh, Steinchen sammeln wir ein. Steinchen sind immer schön. Das kommt wahrscheinlich noch von dem Loch, was wir gebohrt haben. Schätze ich mal. So, jetzt sammeln wir alles ein. Also manchmal wird dann von dieser Einlage hier wirklich schlecht. Nicht. Man ist immer so zweidimensional veranlagt. Das heißt, man hat es immer so mit oben, unten. Aber hier hat man weder oben noch unten. Das geht immer so ein bisschen schlecht. Naja, auf jeden Fall, ne? Machen wir ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ein bisschen Eisen. Also wir rüsten, momentan rüsten wir nicht auf, sondern bauen einfach nur das Grundgerüst, damit wir später weiterarbeiten können in Ruhe. Das machen wir alles nach und nach. Aber trotzdem brauchen wir Eisen, wie je zuvor, immer. Och Mensch, und roll doch nicht gleich weg. Ich will dir doch gar nichts Böses. Noch nicht. Auf jeden Fall sind wir schon wieder voll. Sehe auch, wir hauen uns bestimmt noch den Kopf an heute. Stein und auch Eisen. Komm. Oh, sind die blöden Anlagen laut, ey. Das ist doch wohl, das ist wohl nicht normal hier. Ja, durch den neuen Patch hätte ich jetzt auch die Möglichkeit, alles nochmal neu einzustellen. Man kann jetzt individuell einstellen, Raffinerie höher, ja, Energiemanagement höher und Tragelast höher und so. Habe ich aber keine Lust, wir bleiben weiter auf realistisch. Dann haben wir wenigstens was davon, dass wir arbeiten. Brauchen wir ja auch außerdem gar nicht. Wir sind recht gut im Lauf. Noch haben wir Strom. Wer weiß, wie lange noch. Aber wenn das erste Solarpanel funktioniert, dann haben wir eigentlich da schon ein bisschen ausgesorgt, weil zumindest eine Medi-Station kann man damit betreiben. Warum soll es da vorne hin? Das heißt, unsere Raffinerie oder unser Assembler, der müsste jetzt eigentlich fleißig platt machen. Oder? Halt, 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 halt. Platten, bitte. Obwohl, der könnte noch 5 davon machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nur. Soll er nochmal 5 davon machen. Bis wir noch eingesammelt haben.
weil die brauchen wir ja, um die Solarpanels aufzustellen. Bauen wir weiter unser Bergwerk. Also ich sage, Eisen ist wirklich klasse hier, also wirklich. Eisen haben wir hier wirklich genug. Eisen braucht man für alles. Eisen, der Rohstoff der Zukunft? Naja, wohl eher nicht. Das Lustige ist ja eigentlich nur, man macht aus Eisen direkt Stahlplatten. Rein gesehen ist das natürlich ein bisschen, naja, Quatsch. Weil um Stahl zu, aus Eisen Stahl zu machen, braucht man immer noch ein paar Zusatzstoffe. Dazu gibt es ganze Verbindungen, ganze Rezepte für. Da kann ich aber, wenn ihr wollt, nochmal genauer eingehen. Das ist genau wie zum Beispiel Gold. Gold brauchen wir später für die Solarpanel auf jeden Fall auch. Aber Gold könnte man so, wie es hier ist, so rein eigentlich gar nicht benutzen. Zumindest nicht so wirklich, weil dann wäre es eigentlich viel zu weich, sag ich mal. Das sieht man auch, wenn man Gold kauft. Das ist immer... Ja, da ist immer ein bisschen was anderes mit drin. Es gibt nie 100% Goldbarren. Gibt es nicht. Kenne ich nicht. Gold ist immer noch ein bisschen... Da ist immer noch was anderes mit drin. Aber auch da gehe ich nur weiter drauf ein, wenn ihr euch das wünscht. Ich möchte nämlich nicht zu weit in diese Physik mit reingehen für euch. Sonst machen wir hier ja Lehrvideos. Naja, kein Lust drauf. Aber ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen, wenn ihr euch Lehrvideos wünscht oder zumindest eine kleine Erklärung dazu. Mache ich, ist auch kein Problem. So, jetzt machen wir wieder. Platten ohne Ende. Platten for the win. So, weiter Eisen sammeln. Ich mag Eisen. Oh, man merkt schon wieder, es wird wieder langsamer. Es ist schon wieder zu viel an Rohstoffen hier rum. Fliegend. Sammeln wir erstmal ein, bevor wir wieder weitermachen. Scheiße, ich bin fast runtergefallen. Das wäre jetzt ein bisschen fatal geworden. Na komm, komm, komm. Doch. So, dann haben wir gleich genug, um unser Grundgerüst fertig zu bauen. Das will ich ja eigentlich auch nur. Und dann machen wir nämlich in der nächsten Folge langsam das System, dass wir wirklich alles ausbauen. Weil dann haben wir eine kleine Landestation. Eine kleine Landefläche und dann haben wir ein bisschen Strom. Dann machen wir ein paar Cargo-Container hier drauf. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Platz. So. So, das dürfte jetzt erstmal genügen. Jetzt kümmern wir uns um die Weiterbauarbeiten. So. So. Ich hasse das, das ist so mega laut. Ah, das tut weh im Ohr. So, wie ich mir das gedacht habe, steht auch schon fest. Ja, so. Jetzt gehen wir nämlich hier und gehen wir einen rüber. Können wir noch einen rüber? Einen können wir noch rüber. Das ist perfekt. So,
2, 2, 3. Nee, das passt nicht. Das will ich anders haben. Das will ich anders haben. Mache hier noch einen mehr dran. Wieder falsch rumdrehen, damit wir hier drunter kommen. Haben wir den überhaupt noch geschweißt? Da rangehen. Hallo? Ja, den kriegen wir noch geschweißt. Wenn wir die richtige Position finden. Weiß mit dem mal fertig. So, denn der gehört nachher zu unserer weiteren Platte. So, dann machen wir erstmal den Fußboden. So. Ah, wir haben schon wieder keine Platten. Haben wir noch welche fertig? Ideal, so will ich das haben. Oh, sparen wir uns den Flug nicht mal, müssen wir wieder zurück. Ach, nicht hin. Medi-Station, das ist doch schön. So liebe ich das. So. Na komm. Ah, dass man da auch wirklich immer schön genau an der richtigen Stelle stehen muss. Ja, so nach und nach wird's. Ne? Ist das ätzend hier? Hallo. So. Stahlplatten leicht. Stapeln? Ups. Komm, bitte lass uns noch welche haben. Bitte. Oh. Gott sei Dank. So. Wir müssen auch ein bisschen sehr auf Optik achten, ein bisschen. Sonst passt das nachher alles nicht so. Ja, perfekt. Was will man mehr? So, die kleine Ecke hier müssen wir noch freiräumen. Und wir haben hier sogar noch Gravitation von unserem Schiff. So. Das wäre der Anfang. So, jetzt müssen wir natürlich noch... Ach komm, das ist ja wohl jetzt echt ein Witz, oder wie?
kommen der Sache näher, näher und näher. Jetzt könnten wir theoretisch keine mehr bauen. Jetzt haben wir nämlich unsere Platten alle weg. Ja, das ist unser zukünftiger Solarpark. Hier holen wir unseren Strom her. Zumindest für die lebenswichtigen Dinge. Raffinerie und so, da müssen wir uns einen extra Stromgenerator noch bauen. Werden später die Raffinerie versorgt, aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, so. Was brauchen wir jetzt? Um ein so ein Ding fertig zu machen. Fangen wir mal vorne an. Was haben wir jetzt an Stahlplatten noch? 24 Stück haben wir noch in der Tasche. Keine mehr. Sollte aber kein Problem sein, dann adden wir erstmal alles, was wir so an Platten haben. So, hier sind schon vier drin. Hier machen wir auch vier rein. Hier auch. Hier auch. So. Ach, jetzt haben wir keine mehr. So fix geht das. Was haben wir hier noch reingekriegt? Vier. Hier sind keine mehr drin. Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch das schon vorstellen. Ich auf jeden Fall. Wichtig ist wirklich nur, die Dinger sind nach da ausgerichtet. Da ist nämlich die Sonne. Schöner wäre es, wenn man sie mit Motoren noch ein bisschen drehen könnte, dass sie dann wirklich optimal sind, aber das hat der Entwickler noch nicht gemacht. Wenn wir sie mit Motoren drehen, dann versorgen sie praktisch nur sich selbst mit Strom, weil sie durch den Motor hinweg anscheinend noch keinen Strom abgeben. Na gut, dann bauen wir noch ein bisschen. Kurze Zeit haben wir ja noch. Ach, guck, da unten liegt sogar noch ein bisschen Eisen. Eisen, 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 Eisen. Ja, manchmal fällt auch was daneben. Das passiert. Ab in den Bergwerk. Wie war's mit den sieben Zwergen? Nur finden wir keinen Edelstein. Wäre noch schöner. Aber muss man sagen, seit wir verschollen gegangen sind, haben wir uns schon was aufgebaut. Also, ne? Ist ja nicht so, dass wir nicht fleißig sind. Unsere Energie schon wieder bei 50%. Ach Mensch, kann doch nicht wahr sein. Ja, in der Grube werden wir wohl noch ein bisschen mehr Zeit verbringen, als wir gedacht haben.
aufgrund dessen, dass wir wirklich schon ziemlich viel Eisen brauchen werden nachher. Und die schöpfen wir natürlich auch ordentlich aus. Ist ja logisch. Wir verschwenden gar nichts. Ja. Es kann Segen und Fluch sein, wenn man realistisch sein will. Mensch, 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 Mensch. Ja, ein bisschen sammeln wir noch. Zeit haben wir ja noch. Reicht. Wo ist denn oben? Hilfe! Aber erstmal den Assembler ein bisschen aufhalten. Sonst baut er gleich Platten bis in die Unendlichkeit. Das kann er mir das nämlich erstmal auch nicht. Drin, ne? Ja. Wenn das nicht immer alles so lange bedauern würde, wäre ja mal schön. Zeit ist Geld, Leute. Das nimmt ja schon mal Formen. Können wir hier schon weitermachen? Klasse. Oh. Oh. Akku des Anzugs ist schwach. Lebenserhaltungssysteme könnten versagen. Ja. Dafür haben wir ja schließlich unsere Medical Station. Komm. Ich finde das auch gut, dass die Leute, die Entwickler hier das wirklich in Liter geregelt haben. Das heißt, wir haben keine Kilogramm bei Angaben, sondern wirklich Volumen, also Liter, die wir mit rumschleppen können. Finde ich persönlich irgendwie besser. Komm, 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 komm. Okay, bis 21% haben wir das schon mal fertig. Ja, ist doch klasse, das will ich mehr. So, Solarpark nimmt. Ja, guck mal. Brauchen wir als nächstes. Also erstmal gucken wir nochmal den Assembler. Der hat noch ein bisschen was frei für uns. Wir machen nämlich Schritt für Schritt alles nach und nach und nach. Ach du Schande, da oben brauchen wir auch noch her. Das heißt, wir können hier gleich mal rein adden dann.
Ach, habe ich keine. Gut. Das heißt, insgesamt brauchen wir 10 Herstellungskomponenten für ein Teil. Klasse. Ja. Vorsichtshalber gucken wir mal, was unser Reaktor macht. Wir sollten so langsam den hier mal sagen, dass das wieder Uran verarbeiten soll. Jetzt haben wir wieder einen Sampler. Da haben wir gerade reingeguckt, oder? Klasse. So mag ich das. So will ich das haben. So schön. Den machen wir noch. Dann beenden wir die Folge auch. Ich bin eine Wunderkerze. Bin ich schön. Ja, ich würde mal sagen. Und mit der schönen Optik auf ein Drahtgitter verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!